Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und heiße Sie herzlich willkommen bei dnews24 TV. Heute geht es wie immer in diesen Tagen um das Thema Corona und über mögliche Impfstoffe und die Impfpflicht, die nicht kommt oder vielleicht doch kommt. Darüber möchte ich mich unterhalten mit Rechtsanwalt Thomas Henze. Er ist Vorstand der Hanseatic Legal Rechtsanwalts AG in Hamburg. Herr Henze, herzlich willkommen bei dnews24 TV. Ja, vielen Dank für die Einladung, Herr Müller. Geht es Ihnen gut? Ja, mir geht's gut, keine Langeweile, viel zu tun. Also von daher alles gut. Perfekt. Herr Henze, es gibt Meldungen, dass schon in ganz kurzer Zeit, vielleicht in 2, 3 Wochen, ein oder mehrere Impfstoffe gegen das Coronavirus verfügbar sein werden. In einer früheren Sendung hatten wir uns darüber unterhalten, dass die Zulassung sehr schnell erfolgen würde. Dass es jetzt aber so schnell geht, ist sicher sensationell. Hätten Sie das so erwartet? Meine Erwartung, das hatte ich, glaube ich, damals auch geäußert, wäre eher so das Frühjahr, März oder Sommer gewesen, dass wir so schnell sind, weil die Forschung waren von Anfang an signalisierten sehr gute Ergebnisse. Ja, dass es so schnell ist, ist super erfreulich. Ich sage mal, wie viel es dann hinterher bringt, auch wenn sie super getestet wohl sind. Ich habe auch im verwandtschaftlichen Bereich Forscher, die da in dem Bereich unterwegs sind, wird sich zeigen. Ja, aber also die ersten Ergebnisse, die wir jetzt haben, und es sind ja doch auch in Phase 3 jetzt, die ja zum Teil abgeschlossen ist, sehr umfangreiche Tests auch in Südamerika erfolgt. Und das gibt eine Menge Hoffnung. Es gibt aber noch keine absolute Sicherheit, weil im Augenblick ja noch nicht klar ist. Und das kann man auch erst in einer bisher noch nicht existenten, aber die wird kommen, in der Phase 4 kommen, in der Nacheinführung praktisch untersucht wird, wie sieht das aus? Denn selbst wenn einer immun ist, diese Erfahrung gibt es zum Beispiel beim Keuchhusten, kann er trotzdem Überträger sein. Ja, also es gibt da noch medizinische Dinge, aber um mit Merkels Worten zu sprechen, es ist ein Stück ja auch alternativlos. Ja, also wir müssen wirklich sehen, dass wir einen hohen Immunitätsschutz in der Gesellschaft erreichen, weil wir merken auch die letzten Äußerungen von Herrn Brinkhaus und Herrn Scholz, das Geld ist auch endlich, ja, und wir können froh sein, dass wir jetzt in so eine Entwicklung reinkommen, immer wichtig im Auge zu halten und deswegen ist es auch wichtig, ich sag mal, auch die Gegenseite zu hören, die Vorbehalte haben, weil so erfreulich, dass es so schnell geht. Auf der anderen Seite gibt es da wieder ein bisschen mehr Angst, dass man sagt, ja, ist es denn wirklich gut ausgetestet und was ist denn eigentlich nun damit? Ja, das korreliert ja immer. Ja, wenn ich schnell bin, selbst wenn ich es toll mache, wie viel Risiko nehme ich auf die Schippe an der Stelle? Ich glaube schon, dass auch gerade in den USA, aufgrund des strengen Haftungsregimes, ja, die Unternehmen ein Rieseninteresse daran haben, nicht zu viel Risiko auf die Schippe zu nehmen. Ja, also das. Ja. Das sagen wir mal genau ein Problem. Sie sind jetzt ja kein Mediziner und kein Impfstoffentwickler, haben Ja. aber, wie Sie sagen, selber dort gute Kontakte. Deswegen will ich wenigstens die Frage stellen. Wenn Sie aber nicht beantworten können, bitte ich Sie auch um eine klare Antwort. Ja. Es gibt bei denen, die sich nicht impfen lassen wollen, die Aussage, das, was da als Impfstoff dann auf den Markt kommt, würde in das Genmaterial des Menschen eingreifen und da sei überhaupt gar nicht absehbar, wie das dann auf den einzelnen Menschen wirken würde. Da ist dann auch von vergleichbaren Dingen wie Kontergan die Rede, das ja zu Missbildungen führte. Sehen Sie das Risiko oder sind heute die Prüfverfahren so wasserdicht, wenn sie auch sehr schnell erfolgen, dass derlei Risiken ausgeschlossen sind? Ja, also im Prinzip, wir haben ja zwei Schienen, die gefahren werden bei der Impfstoffentwicklung. Und diese Vorbehalte richten sich ja gegen die, ich sag mal, erstmalig zum Einsatz gebrachten Messenger-RNA-Impfstoffe, zum Beispiel erster BioNTech-Pfizer. Ja, und dort ist es eben so, dass ja, es ist das erste Mal, es gab schon mal eine Entwicklung, die ist aber nicht zum Einsatz gebracht für Tiere im Bereich der Tollwut. Ja. So, es ist aber das erste Mal, dass es in diesem Bereich so entwickelt wird, dass eben dieser Messenger-RNA-Impfstoff zum Masseneinsatz kommen soll. Ne? Und wenn was das erste Mal ist, klar, ist man besonders vorsichtig. Ja, bei Contagan hat man auch eben ganz offenbar ganz schreckliche Fehler gemacht. So, ich bin, wie Sie sagen, kein Mediziner. Ja, mein Bruder ist aber
ein sehr, sehr guter Biochemiker, ja, und hat auch eine Grundlagenarbeit zu Messenger-RNA geschrieben, damals, als er am NIH in Washington war. Und ich unterhalte mich natürlich mit ihm auch über das Thema. Seine Einschätzung ist, er hat es mir auch erklärt, ich muss gestehen, ich habe es nicht verstanden, warum, ja, sieht dieses Risiko nicht, ja, also nicht größer als bei anderen Impfstoffen. Aber klar, ich sag mal, konservative Impfstoffe, wie sie bislang hatten, wie neue, müssen, gerade wenn sie jetzt in der Masse eingesetzt werden, auch weiter beobachtet werden und auch einfach herauszufinden, welcher Impfstoff ist denn bei wem am besten. Herr Henze, die Bundesregierung, die Bundeskanzlerin, der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn haben wiederholt gesagt, es würde keine Impfpflicht geben. Es gibt zwar diesen Impfstoff, aber niemand würde gezwungen werden, sich impfen zu lassen. Gibt es überhaupt rechtliche Möglichkeiten, eine Impfpflicht in Deutschland durchzusetzen? Wir haben sie ja schon im Prinzip im Bereich der Masern und dazu gab es auch im Frühjahr eine Bundesverfassungsgerichtsentscheidung. Das betraf dann Kinder in Kindertagesstätten und dürfen sie nur rein, wenn geimpft ist, ja oder nein. Es gab dazu einen Eilantrag von Eltern und der ist als zulässig, aber unbegründet dann abgewiesen worden vom Verfassungsgericht, weil § 20 Infektionsschutzgesetz eine entsprechende rechtliche Grundlage bietet in dem Fall. Ja, das heißt nicht, dass vom Verfassungsgericht ein Impfstoff gegen Corona in jedem Fall durchgewunken würde. Ja, ich sehe da aber schon eine sehr starke Indizwirkung. Ja, die Frage ist nur, selbst wenn man es könnte, rechtlich, ist es denn vernünftig? Und ich glaube, da hat sich die Politik sehr gut positioniert, indem sie jetzt sagt, nein, wir wollen das nicht. Und auch der Vorschlag der Ethikkommission an der Stelle füllt, weil ich habe jetzt nicht die exakte Zahl im Kopf, aber wir werden irgendwo ja bei der Impfbereitschaft wahrscheinlich dann, wenn die ersten positiven Effekte sind, von über 60% liegen. Ja, wir haben ohnehin resistente Gruppen durch durchlaufende Infektion. Wir haben mit den Bereichen der jüngeren Kinder offenbar nach jetzigem Stand der Wissenschaft nicht so infektiöse Bereiche, sodass wir die allseits angestrebte Herdenimmunität hoffentlich mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit auch über die freiwillige Impfung erreichen. Enzel, bevor wir auf einzelne Gruppen in Deutschland zurückkommen, die australische Fluglinie Qantas hat veröffentlicht, dass sobald ein Impfstoff vorliegt, sie nur noch Reisende befördern will, nur noch Flugreisende befördern will, die sich haben impfen lassen. Das gilt auch für Deutschland, denn Qantas fliegt auch von Deutschland, von Frankfurt oder anderen Städten aus, nach Australien, Neuseeland und so weiter. Wäre das rechtlich zulässig, wenn die sagen, du kommst hier nicht rein, wenn du keinen Impfpass vorlegst? Ja, genau. Und da sind wir jetzt auf der anderen Ebene. Das finde ich eigentlich ganz spannend. Erstmal mal geguckt, was darf eigentlich der Staat? Ja, und in gewissen Grenzen. Und jetzt sind wir im Grunde im Bereich der Privatautonomie und sprechen da eigentlich von einer mittelbaren Diskriminierung, die eintreten kann. Ja, und da ist es ja nicht, ich sage mal, die Fluggesellschaften sind die Ersten. Was passiert mit Kinos? Was passiert mit anderen Bereichen? Geschäfte? Das kann sich ja ausdehnen. Pflege, Krankenhäuser. Ja, also Krankenhäuser, ja, für Besuche. Klar, könnte man drüber denken, wenn einer ins Krankenhaus muss und krank ist, ja, dann gelten da, glaube ich, andere Wertungsmaßstäbe, ja. Nur im Grundsatz geht es ja um irgendeine Form mittelbarer Diskriminierung, ja. Das ist dann auch so und dann ist dann die Frage, ist die in Ordnung oder ist sie rechtlich nicht in Ordnung, ja. Und wir haben ja das Gleichbehandlungsgesetz, was einer Diskriminierung Schranken setzt. Wir haben aber auch die Privatautonomie, wo jeder ja überlegen können muss, ich sag mal, ich bin Geschäftsinhaber und ich will mich schützen. Ja, so, und muss ich jetzt jeden in meine Privaträume reinlassen, egal, ob er geimpft ist oder nicht. Ja, diese Probleme traten auch schon ganz früh auf, als wir jetzt dann die Ausnahmeregelungen hatten, wenn zum Beispiel jemand aus medizinischen Gründen keine Maske tragen darf, ja, dann ist es auch richtig, dass er keine Maske tragen muss, ja, und gerade auch schon, es kam im Mai so die ersten Fälle da hoch,
dass trotzdem, obwohl die ärztlichen Atteste mit hatten, es gab ja auch Ärzte, die Atteste aus anderen Gründen ausgestellt haben, aber ich unterstelle mal, dass die Masse der Atteste richtig ist, ja, und dann ist es ja die Frage, darf ich, wenn einer nicht kann, ja, ihm trotzdem versagen, in meine Privaträume, in mein Flugzeug, in sonst was zu kommen. Und in diesen Bereichen sehe ich einen Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgesetz, ja, weil es gibt einen sachlichen Grund, warum er es nicht kann. Wenn aber grundsätzlich gesagt wird, nur geh mit, entweder mit Impfung, Resistenz oder triftigen Grund, warum nicht, und Nachweis, sich da drin kein Verstoß gegen das Gleichbehandlungsgesetz. Ja, und wenn wir jetzt zum Beispiel mal sagen, Qantas sagt, okay, ich mache jetzt Flüge, vielleicht einzelne, vielleicht alle, nur für Leute, die geimpft sind, ja, oder eben Leute, die nicht geimpft sind, nicht geimpft sein können vielleicht auch oder keine Maske tragen können, ja, dann sehe ich da drin einen Akt der Privatautonomie, der ja zu einer mittelbaren Ausgrenzung führt, ja, aber gesetzlich zulässig ist. Das heißt, weg von der australischen Fluglinie hin zu den deutschen Pflegeheimen und Krankenhäusern, die Krankenhausgesellschaft oder der Pflegeheimbetreiber kann sagen, ihr Mitarbeiter, ihr müsst euch impfen lassen, sonst dürft ihr hier nicht mehr arbeiten. Ja, das ist genau, da sind wir schon wieder bei einer spannenden neuen Frage. Und auch diese Frage, deswegen ist eine relativ hohe Vergleichbarkeit mit dem Masernschutzgesetz. Ja, also wenn man das Infektionsschutzgesetz und für den Bereich der Masern haben wir schon Masernschutzgesetz. Ja, und auch dort, also grundsätzlich kann ein Arbeitgeber zum Beispiel nicht von seinen Arbeitnehmern verlangen, dass sie sich impfen lassen. Ja, das ist unzulässig. Es gibt aber eben die Möglichkeit für den Gesetzgeber, für besondere Erkrankungen oder ja, dann auch besondere Gesetze zu erlassen, um zu sagen, okay, in den und den und den Bereichen ist es eben geeignet, erforderlich und verhältnismäßig. Das ist immer was, was ich im Studium gelernt habe, immer die gleiche Prüfung. Und man hört sie jetzt auch ständig in der Politik, wie es betont wird. Ja, also ist es, hilft es? Ja, ist es im Grunde genommen erforderlich, um das zu machen? Ja, also gibt es kein milderes, gleich geeignetes Mittel? Und ist es eigentlich verhältnismäßig im engeren Sinne, im Wege der Rechtsgüterabwägung? So funktioniert im Augenblick eigentlich jede Prüfung. Und das ist eigentlich der Grundaufbau. Gut, das habe ich verstanden, aber ich habe Ihre Antwort noch nicht verstanden. Darf der Pflegeheimbetreiber nun verlangen, dass die Mitarbeiter geimpft werden, ja oder nein? Wenn eine entsprechende gesetzliche Grundlage geschaffen ist, ja. Sonst nicht? Sonst nicht, nein. Das heißt, wir sagen, die vulnerablen Gruppen sollen zuerst geimpft werden. Dazu gehören die Pflegeheimbewohner und auch die Pflegeheimmitarbeiter, wenn sie dann wollen. Ja. Wenn sie nicht wollen, können sie weiter Virusträger sein. Das macht doch eigentlich, ist das vernünftig? Ja, das muss dann der Gesetzgeber abwägen. Ich persönlich halte es für unvernünftig, ja, in den Bereichen. Also wir müssen ja erstmal schauen, wie entwickelt sich das insgesamt, ja, von der Akzeptanz her. Gerade in diesen Berufsbereichen, die ja besonders betroffen sind, ja, in Pflegeheimen hört man immer wieder von vielen Infizierten, leider auch von vielen infizierten Mitarbeitern. Wenn man also ich glaube, dass das Problem der Infektion gerade bei dieser Berufsgruppe sehr hoch ist und das Problembewusstsein für die Gefahr. Ja? Deswegen rechne ich in den Bereichen auch mit einer Freiwilligkeit, die weit über dem allgemeinen Durchschnitt liegt. Ja? Aber nichtsdestotrotz, wenn man merkt, okay, es reicht nicht, wir behalten da die Gefahren, dann ist der Gesetzgeber schon befugt, die Grundlagen zu schaffen, um dort eben auch vernünftige Resistenzen von oben herunter anzuordnen. Herr Henze, Sie sind in Hamburg, aber leben, glaube ich, in Kiel. Jetzt stellen wir uns mal ein schönes Hotel an der Kieler Förde vor. Ja. Und ich will da gerne hin und will den Seglern zuschauen, wie die auf den Ostseewellen da vor sich hingleiten. Ja. Ist es denn möglich, dass das Hotel damit wirbt, dass das Hotel sagt, alle meine Mitarbeiter sind geimpft, wenn du hierher kommst, hast du von den Mitarbeitern jedenfalls keine Ansteckung zu
erwarten. Wäre das ein Wettbewerbsvorteil, den so ein Hotel nutzen dürfte? Oder wäre das verboten, weil ein anderes Hotel dann sagt, ja, meine Mitarbeiter haben sich nicht impfen lassen und ich sehe hier eine Einschränkung meiner Wettbewerbsfähigkeit? Finde ich einen total spannenden Ansatz. Ja, Sie haben das schon richtig gesagt. Die Grenzen, also es ist eine wettbewerbsrechtlich zu beurteilende Frage. Wenn ich ehrlich bin, habe ich das noch nicht zu Ende gedacht. Ja, ich selber würde sagen, ja, es gibt schon ein Interesse der Kunden auch zu wissen, was Sache ist. Auf der anderen Seite gibt es wieder den Aspekt, ja, zwinge ich meine Mitarbeiter nicht dadurch mittelbar doch in eine entsprechende Impfung rein, was ja eigentlich eine freie Gewissensentscheidung sein soll, solange wir keine gesetzliche Grundlage haben. Ja, und von daher finde ich das eine sehr spannende Frage. Ich würde mir im Grunde im Sinne der Transparenz wünschen, ja, es ist zulässig. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, naja, inwieweit muss ich denn, im Augenblick ist das Wort nackig machen eher modern, ja, inwieweit werden denn die Mitarbeiter an der Stelle dann einfach gezwungen, mittelbar in die Impfpflicht rein an der Stelle, im Arbeitsverhältnis auch, was sie ja auch angewiesen sind. Ja, auf der anderen Seite könnte ich als Hotel-Eigentümer auch sagen, ich will unbedingt eine höhere Auslastung meines Hotels. Die kriege ich nur, wenn ich sagen kann, hier ist alles sicher und ein Mitarbeiter, der dem nicht folgt, schädigt mein Unternehmen, also muss ich den leider entlassen. Ja, und da sind wir mit Sicherheit im unzulässigen Bereich, ja, weil, also ich sag mal, ich darf ja, wenn ich dann mal den Einstellungsprozess beim Mitarbeiter sehe, ich darf ja nicht mal nach Krankheiten fragen. Ja, die Frage nach einer Vorerkrankung eines Mitarbeiters ist erstmal im grundsätzlichen Bereich unzulässig. Ja, und wenn man fragt, darf auch gelogen werden. Ja, so, wenn ich das mal jetzt in den anderen Bereich übertrage, ja, also das käme ja nur eine personenbedingte Kündigung in Frage an der Stelle und ohne Impfpflicht, ja, wenn sich ein Mitarbeiter nicht impfen lässt, ist das kein Kündigungsgrund. Also da bin ich mir sehr, sehr sicher, also da hätte ein Arbeitgeber null Chancen an der Stelle. Gut, dann stellen wir uns, kommen wir weg aus Kiel und fahren wieder zurück nach Hamburg, da fährt die S-Bahn, fährt die U-Bahn, fahren die Busse. Ja. Sind, wie ich höre, alle voll im Berufsverkehr, weil die Leute von A nach B wollen. Jetzt sind vielleicht die Busfahrer geimpft, keine Ahnung, aber es sind nicht alle Passagiere im Bus geimpft, weil Sie sagen, es gibt eine Impfbereitschaft von 60%, also sind 40% eben statistisch nicht geimpft und am Anfang sind ja noch viel mehr nicht geimpft, aber es wird eben auch Impfgegner geben. Was passiert eigentlich, wenn ich mich in so einem Bus anstecke? Kann ich dann irgendwen dafür haftbar machen, dass mein Nachbar sich nicht hat impfen lassen? Also zum Ersten, also es sind ja zwei Fragen, die faktische und die rechtliche. Ja, ich finde das in den Statistiken des Robert-Koch-Institutes immer sehr, sehr beeindruckend. Und zwar ausnahmsweise, ich finde es sehr gut, was sie machen, aber das ist ein Punkt, der gesamte öffentliche Personennahverkehr wird vom Infektionsgeschehen überhaupt nicht richtig abgebildet, weil überhaupt nicht nachverfolgbar ist. Wo hat er sich denn dann angeschickt, an welcher Stelle? Und es werden ja immer nur die Nachverfolgbaren in die Statistik aufgenommen. Deswegen kommt aus meiner Sicht ist die Risikoabbildung des öffentlichen Nahverkehrs extrem schief. Ja, weil das sagt der gesunde Menschenverstand. Ich habe mich heute Morgen noch mit meiner Frau darüber unterhalten, ja, dass wenn man eng bei aller Schutzmaßnahme größtmögliche Vernunft unterstellt, ja, bei den Abständen, die da sind, bei der Frequenz, es ist mit Sicherheit. Also ich wüsste nicht, warum es kein Infektionsherd sein sollte. Ja, und man lässt das durchlaufen an der Stelle sehenden Auges, weil wie sollen die Leute denn sonst von A nach B kommen, die große Masse auch in den Städten, die vielleicht auch gar keine Alternative haben. Ja, so, deswegen kann man nur sagen, eigentlich könnte man sagen, okay, man erhöht riesig die Zahl der Busse, auch das ist endlich, ja, um die Abstände kleiner zu halten. Oder man zwingt die Leute noch stärker ins Homeoffice oder wie auch immer, wie trägt das die Unternehmen. Deswegen wird es halt sehenden Auges gemacht. So, und wenn ich mich jetzt grundsätzlich bei einem anstecke,
der, ich sag mal, keinen Regelverstoß begeht, ja, der vielleicht infektiös ist und es nicht weiß, ja, der sich, ne, so, dann habe ich auch keine Regressansprüche an der Stelle. Also erstens kann ich sie nicht nachweisen und zweitens, wenn einer einen anderen ansteckt, ohne Kenntnis davon zu haben, wir hatten das ja in den frühen AIDS-Entscheidungen, ja, dann gibt es auch keine Haftung. Herr Henze, dann wünsche ich uns beiden mal, dass die Impfzentren bei Ihnen und bei mir möglichst bald stehen und dass wir in den Genuss eines guten, wirksamen und ohne Nebenwirkungen belasteten Impfstoffes kommen. Ja, es gibt ja einen ersten Silberstreif, ne? Und ich glaube, den brauchen auch viele Leute psychologisch jetzt einfach, um über die Zeit bis, was weiß ich, März, April wegzukommen. Dann wird es irgendwann sowieso abebben, dann haben wir wieder Zeit und ich hoffe mal, dass wir irgendwann im späten nächsten Jahr wieder in normaleres Fahrwasser reinkommen. Wir hören uns aber vorher bestimmt nochmal wieder und für heute danke ich Ihnen erstmal. Ja, gute Zeit, Herr Müller. Ne? Tschüss. Danke Ihnen auch. Gerne.